Moin, Black Metal Endurance Punk Folge 90. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende überhaupt nichts machen, beziehungsweise doch eigentlich wollte ich was machen und dachte halt hier Brückentag, Montag, dann 31. Halloween, hier Döns, hätte ich Zeit genug, hier meine Warum Fixed Gear Folge durchzudrehen, aber das hat irgendwie alles überhaupt nicht gepasst. Waren permanent im Brass und hier und da und Hü und Hott. Also Fixgear-Folge müssen wir erstmal verschieben. Ich weiß auch jetzt aktuell noch nicht, wann ich die Api-Kessel kriege. Müssen wir gucken. Kommt auf jeden Fall noch, genauso wie Skate-Szene Bonn kommt auch noch irgendwann. Ne? Also kriegen wir schon alles irgendwie auf der Palette, nur wann weiß ich noch nicht. Und ja, müssen wir einfach mal gucken. Der Rest der Woche war mega stressig. Und dann stand für mich normalerweise schon Donnerstag fest. Ja, dieses Wochenende gibt das nichts mehr. Aber wie man vielleicht meiner Stimme noch entnehmen kann, ein bisschen, also es ist nicht nur Erkältung, ein bisschen Erkältung habe ich auch. Just letztes Wochenende. Und haben aber gestern mit der schönen Roberts im Limes gespielt. Ne? Und war klasse, war echt gut, hat richtig Spaß gemacht. War in der Tat mein erster Besuch im Limes. Und ja, das hat mich jetzt dann einfach so dieser nachschwingende Enthusiasmus, hat mich dann doch dazu bewogen, nochmal schnell einen reinzubuttern hier. Ne? Also, weil das war echt klasse, schöne Huberts. Ne? Side of the Dome Kassette, richtig geil. Das ist nämlich Hardcore-Punk ob Kölsch. Das ging schon mal los, ne? Wir kamen an im Limes und erstmal Backstage auf Kölsch Platt unge Halle im Backstage-Raum. Ne? Das ist ja ohne zu alltäglich amüsant. Auf jeden Fall richtig gut. Ja, die Jungs, die kennt man ja auch im Prinzip schon länger. Am Gesang ist der kleine Ortsiefer, ne? Für mich immer der kleine Ortsiefer. Damals immer schön North Brigade. Kleine Blag da. Bengel, ist er heute noch ein Bengel? Ah, sympathischer Bengel. Richtig gut. Ja, Limes, super Laden. Ich war in der Tat zum ersten Mal. Ich hatte die ganze Zeit überlegt. Den gibt es ja auch schon was länger und ich weiß, da waren vorher immer so diverse kleinere Konzerte oder irgendwer hat da aufgelegt, den man kennt. Und ich habe da in der Tat bis dato noch nie geschafft, da hinzukommen. Und das ist so richtig schöne Eckkneipe, ne? Ob der Eck, also Spitzeck quasi, ne? Weil wir haben uns bei den letzten Proben noch unterhalten. So Eckkneipe wie bla, nee, ist ja recht, ist richtige Spitzeckkneipe, ne? Also schön, Liebes, klasse. Ja. Wir haben schön abgerockt, hat uns gefreut, dass ein paar Leute gekommen sind zum Gucken. Ne? Aber ne, das ist ja von der Huberts ihr Home-Turf, da ging dann richtig die Musik ab. Aber echt cool. Also wer die nicht kennt, schöne Huberts, Dark Side of the Dome. Und das ist ob der Straße, geil, ob der Straße, da sind die alle kaputt. Geil. Also nicht alles auf Plattkölsch, aber ein Großteil und finde ich echt gut. Hört da mal rein. So also Bandcamp kann man noch gucken. Hatten gestern die CD, also CDs, dann hatten sie noch eine Split hier mit, jetzt fast wieder gesagt, der schöne Robert, ich bin noch ein bisschen neben der Reihe, mit den Radioactive Toys, auch hier alteingesessene Hardcore-Bude aus Kölle. Die Jungs kennt man auch schon nicht, erst seit gestern. Und wieder ein schönes Shirt hatten sie da. Also ich habe hin und her überlegt, aber eigentlich brauche ich das Ding. Da muss ich den Peter nochmal anschreiben, dass ich das Shirt haben will.
Echt Kölsch Scum, super. Ich gucke mal, ob ich ein Bildchen finde. Dann ist das hier. Da habe ich der junge Zeltinger drauf. Also jung ist der da auch nicht mehr. Sieht aber geil aus. Ne? Also der schöne Roberts haben mich schön weggeflecht. Zumal dem, die auch noch zwei echt geile Hardcore-Klassiker-Coverversionen rausgehauen haben. Friends Like You von Sick of It All und Gyroscope von eigentlich meinen fast allerliebsten New York-Brettlern. SFA, ich war erstaunt und über die Maßen begeistert. Es war einfach ein echt schöner Abend. Und ja, der Peer, der ist irgendwann das Auto holen gegangen. Ich weiß nicht, wo der geparkt hatte. Ich glaube, zu Hause in der Einfahrt, so lang hat das gedauert. Standen wir da draußen rum, der Flachkörper war noch da, der Hoshi war da. Mit dem bin ich dann zurückgefahren. Haben uns noch so ein Dürüm reingezogen. Aber einfach geiler Abend. Und ja, habe ich wieder, machst du dann noch so ein kurzes Häppchen. Ne? Also es wird jetzt heute auch nichts Langes. Ich habe auch nicht wirklich was vorbereitet. Zwar viel im Hinterkopf, aber ich dachte, heute zum 90. quatschen wir mal einfach ein bisschen Spitze Verzell machen. Das hat mir schon länger nicht mehr. Ne? Hat ihr gesehen, der Arne hat endlich auch mal wieder einen rausgehauen. Kommt der an Anfang November mit einer Halbjahresbestliste, der Jute. Aber schön. In der Tat auch alles, ich kannte jetzt nicht alles, was er vorgestellt hat, ein paar super Dinger dabei, aber die Schnittmenge zu denen, also ich habe ja jetzt noch nichts, meine Faves habe ich ja noch gar nicht rausgehauen, aber so viel kann ich sagen, die Schnittmenge ist sehr gering. Ja, aber da komme ich irgendwann später nochmal zu, weil gucken wir mal, was ich da mache. Ne? Jahreshighlights wird dieses Jahr eh schwer. Weil, also letztes Jahr hatte ich wirklich so ein paar Mega-Burner. Habe ich jetzt auch, aber ist alles irgendwie anders als wie letztes Jahr. Muss ich mal gucken, wie ich das zusammenstelle. Also bin ich selber mal gespannt drauf. Genau wissen tue ich noch nicht. Aber schön. Ernie, ich bin auch mal auf das Buch gespannt, was da rausbringt. Ich weiß gar nicht, wann das kommen soll. Müssen wir mal gucken. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, stehen jetzt wieder ein paar Konzerte an. Nächste Woche Machtdienstzug. Nee, also Montag Placebo bin ich sehr gespannt. Hat der Madame mir ja geschenkt. Auch super. Also neue Album ist klasse. Hatte ich ja schon mal irgendwann hier reingetackert und ich habe ja schon mal in die Setlist gespingst, mache ich ja gerne mal, um mich, also man nicht bei allen Bands, aber bei manchen schon, um mich ja so ein Stück weit darauf vorzubereiten, was mich so erwartet. Und die hauen echt überwiegend Zeug von der neuen Platte raus. Aber bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich. Montag Placebo, dann Mittwoch geht es direkt weiter. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen, war ich mir jetzt sicher, von wegen Halloween, ob Paul Bearer oder Paul Shearer, ne? Und war dann ja nichts von beiden. Bin mit der Madame essen gegangen, war auch gut. Dafür gehe ich jetzt nach Düsseldorf in Pitscher am Mittwoch Sheer Terror gucken. Voll Bock drauf. Paul Shearer, der gibt wahrscheinlich wieder alles. Ich freue mich. Und dann knubbelt das sich ja so arg. Also Sonntag, war doch Sonntag, glaube ich, de facto Essigfabrik, Converge, Full of Hell und hier die Cavalera-Bude. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich hatte mir jetzt die Tage nochmal angeguckt, habe ich wieder vergessen. Mehr ist denn nichts. Voll Bock drauf. Und das Ding ist, samstags könnte man auch, da fährt der Flachkörper nur nach Siegen. Zu Girls in Synthesis, die neue Scheibe finde ich auch echt stark, aber ich glaube, der GBT geht nicht. Ah, guck mal, vielleicht, ja, naja, gucken. Also Girls in Synthesis, wer die noch nicht am Schirm hat, bisschen so neusiger, schräger Post-Punk, sehr schön. Top-Band und die würde ich mir ja auch schon ganz gerne mal live angucken. Und ich glaube, montags wäre eigentlich auch noch direkt wieder was, aber nee, wird alles zu viel. Kriegen wir nicht gebacken. Und dann jetzt nächste große Highlight: Roadburn 23 haben die ersten Dinger rausgehauen. Also richtig, richtig fett schon wieder. Ah, geil. Also Big Brave werden wieder mit am Start sein. Waren ja auch
mit einer meiner Highlights, auch wenn die, wann war das denn? War das donnerstags, glaube ich, so also quasi den Opener gemacht haben, aber intensiv geiles Live-Set, und da freue ich mich auch jetzt schon wieder drauf. Big Brave, super geil. Dann Death Heaven werden einmal die Sunbather performen und dann jetzt halt die Infinitive Granite. Ob ich mir die gebe, muss ich gucken. Ne? Aber die Sunbather werde ich mir auf jeden Fall geben. Richtig Bock drauf. Dann hier eine etwas unbekanntere Truppe, Show Me Your Body. Auch echt geiles Zeug. Da bin ich auch mal auf die Live-Performance gespannt. Wolves in the Throne Room haben irgendein Motto. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendwie, soweit ich das jetzt so auf die Schnelle mitbekommen habe, haben die irgendeinen Film gedreht und dann quasi mit bestehenden Songs von diversen Alben den Soundtrack dazu geschustert. Das wird sicher auch eine coole Kiste, weil ich hatte ja also einmal Corona-bedingt abgesagt, dann wurde verschoben und hü und hott und dann hat das ja alles nicht gepasst, aber jetzt sind sie am Roadburn, da freue ich mich dicke drauf. Was war denn da noch wieder? Ich muss noch mal ran gucken, aber noch irgendwas. Ah ja, Chatpile. Hab da jetzt noch nichts physisch hier, aber hier, das ist echt geil. Wenn so Soundsphären wie Daughters und so steht, sollte sich Chatpile mal reintun, wenn da die noch nicht kennt. Auch richtig geil. Also da kann man wirklich auf die weiteren Dinger noch gespannt sein. Bin ich auch. Und jetzt muss ich erstmal meine Stimme schonen. Hier ist erstmal was frühstücken, ne, mit den Mädels. Also in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Die 10 Minuten haben wir voll gekriegt. Haut rein. Dark Side of the Dome. Huberts, danke euch nochmal an der Stelle. Bis dann. Tschö. Adiot.